Jo, moin moin Leute, da ist er wieder, Spielbats am Start. Ja, und as always, eine Runde Dead by Daylight. Das werden wir jetzt in Angriff nehmen. Einfach so ein paar Wünschen. Tja, da gucken wir mal, wie es läuft. Was müssen wir machen? Okay, 12 Überlebende noch befreien. Geht auch gleich los, ja. Ja, Perks, wie immer. Wenn man mit Randy spielt, mit den guten Randoms. Ja, 2 Millionen Blutpunkte, da kann man eigentlich bitte was snacken. Das werden wir jetzt auch tun. Zumindest so, dass wir Blutpunkte wieder kriegen. Und ja, damit die nicht im Normaler verlaufen. Ja, 30.000 reicht das mal. Zack, bam. Ja, mit einem guten Felix werden wir das machen. Da verbraten wir mal nicht unsere Sanikassen. Ja, ich werde auch morgen wieder streamen. Ich werde morgen aber mal vielleicht mal eine Runde Dark Souls 1. Eins meiner Lieblingsspiele, vielleicht mal einen neuen Run wagen. Das könnte man eigentlich mal in Angriff nehmen. Oder ich werde noch unter Demon's Souls spielen auf PS5. Das weiß ich aber noch nicht so ganz genau. Lasst euch überraschen. Aber wie gesagt, ich werde morgen früh so gegen 10 Uhr streamen. Ja, kann eine Runde besser starten. Ja, wenn nicht. Oh ja, ein Groupie hat's auch mit am Start. Wenn es schlecht so läuft, sieht sie uns. Dass das Perk von Wesker mit hat. Jo, Slay, grüß dich, servus. Haben wir gerade wieder eine megamäßig geile 2DC-Runde am Start. Wahnsinn. Und zwar instant, ne? Zu Beginn. Bin gerade die ganze Zeit Friendly Baba. Oh, das ist so cool. Also ziehst du nicht in die Katakomben sozusagen. Nee, öffne für die Ausgangstür und so, okay.
Wünschte, ich hätte ein Totem gemacht. Aber so viel Zeit blieb mir ja fast gar nicht. Still und leise verdrücken wir uns hier aus dieser Runde. Oh Mann, mega. Alter Falter. Es beginnt ja auch gleich mega. Zwei VCs komplett am Anfang. Ja, die hatten keinen Bock auf Krankenschwester. Wie gestern, wo ich gegen die Mädchen gespielt habe. Und Johnny Snow. Da hat man auch einen David drinne, alter Schwede. Ja, was hat sie mit? Überlebende Tricks, siehst du die Auren in 20 Metern? Aha. Wundert mich eigentlich, dass sie mich da nicht gesehen hat. Entweder war sie total blind. Das war das Perk, was ich meinte von Wesker. Groupie war klar. Keine Versteckmöglichkeit. Ja, verteufelter Boden. Null gebracht. Ja, maximale Punkteausbeute hier, also 5000 kann man nicht meckern, ne? Wahnsinn. Krasses Ding. Krasses Ding. Ja, mega gehabt, Slay. Da gebe ich dir recht. Vor allem die Hedge war so nah. Wie gesagt, ich wundere mich, warum sie mich nicht gesehen hat. Wo sie ihn getragen hat. Den anderen so. Keine Ahnung. So. Ja, wie gesagt, das war ja eine extrem schnelle Runde. Also, wenn man mit dem Killer schnell eine Runde beenden will, dann einfach mal so eine Nurse auspacken. Wirkt Wunder. Ich müsste eigentlich mal gucken. Ne, mit dem Ace wollte man nicht. Mit dem AC Boy, das wollte man nicht. Wollten ja mit dem guten Felix. Aber was ich eigentlich gucken wollte, ist, was habe ich denn alles so Schönes hier drauf? Elden Ring habe ich noch drauf. Ach so, das habe ich gar nicht installiert. Ja, Dark Souls Remasters. Oder Demon's Souls, das weiß ich noch nicht ganz genau. Oh, schwarze Abwehr. Cheat. Cheat, cheat, cheat. Ja, oh, bin gemütlich hier. Musik ist auch gleich am Start.
So, Behandlungsbereich. Schwarze Abwehr. Ich hoffe, kein Geist mit seinen bösen Add-ons. Okay, Boon ist auch am Start. Schon wieder so extrem ruhig. Eine Spirit. Ja, da hat sie schon die erste wieder. Oh Mann, eine Spirit mit schwarzer Abwehr. Ja. Geht natürlich zu den Gen. Ja, natürlich ist sie noch bei ihm. Immer schön in der Nähe bleiben. Ja, sie kämpft ihn ab. Jetzt kriegt die gute Rin Pippi ins Höschen. Oh, sie kämpft ihn ab. Ganz klar Fall. Ja, da ist er. Ja, zweite Phase erreicht. Sehr schön. Okay, vom Zaun ist er. Die wird aber jetzt fallen. Ja, und dann ist er weg. Oh, Slayer hat heute Geburtstag. Dann wünsche ich dir alles Gute zum Geburtstag. Gesundheit, Glück und wenig Disease in Dead by Daylight. Das ist heute seine Geburtstagsrunde sozusagen. Happy Baba Day. In welches Alter bist du geraten, Slay? Ja, das ist ein gutes Alter. Ich bin 2 Jahre älter, 15. Da kann man noch von Unschuld sprechen. Ich weiß, meine tägliche Pflege, die ich hier ansetze.
Und das tägliche Rübsen, das hält auch die Backen straff. Ja, die hat sie gut abgedroschen, sag ich mal. Ah, jetzt kann sie natürlich nicht mehr auf Campen gehen. Weil sonst hier die Gens klingeln. Das sind wieder Runden, ey. Die ersten zwei DC, die erste wieder mit einer Rin abcampen. Na, nicht vom Haken befreien, das wäre dämlich. Die campt die echt ab, ey. Wahnsinn. Ne, campt sie nicht. Die wird dann wieder zurück phasen. Nee, macht sie nicht. Oh shit. Wäre natürlich jetzt mega gewesen, hätte die ab noch abgekämmt. Slay, danke dir für deine 100 Bitties. Danke dir, Bro. Merci beaucoup. Gute Slay haut heute hier Geburtstagsbiddies raus. Ich wusste gestern gar nicht, was los war, Alter, wo ich hier geradet wurde. Das ist denn jetzt los. Erst dachte ich ja, oh, das ist dämlich gewesen. Ich dachte erst ein Bot oder sowas. Ja, gibt es ja auch, die sich hier die dich hier botten oder sowas. Ach shit, die ist ja gar nicht. Komm raus hier, die wird gleich hierher kommen. Nee, wird sie nicht. Oh shit. Lass mich mal die Chance machen. Oder ich werde erstmal dieses Tote mehr machen. Ich hoffe, die andere macht irgendwo Gens. Hoffentlich. Ja, Geheilzimmer. Mich mal den Gen hier hinten verziehen. Ah, er hat natürlich hier irgendwelches
Lumpe wieder mit, was hier, wo die Gens runterprügelt. Nein, sie hat natürlich keine Gens gemacht. Ja, sie wird natürlich. Ah, da ist sie. Ja, wie gesagt, wenn wir Lack haben. Werkeln die anderen an den anderen Chen rum. Oh shit. Ja. Aber das gibt natürlich der anderen Zeit, so drüben den Chen zu machen. Weil dort sind auch noch zwei. Der anderen Seite. Nee, es wird uns nicht viel helfen. Wenn die andere jetzt fällt, sind die anderen Gens ganz da drüben. Boah, Ausbruch hat sie noch mit. Junge, ey. Nicht dein fucking Ernst, oder? Ja, das war's. Das war's. Die Runde ist dahin. Selbst wenn wir den Gen noch durchgekriegt hätten. Ja, so nah und doch so fern. Ich guck mal, was hier hinten abgeht. Ob hier vielleicht irgendwas auf Press ist. Ja, das Problem ist, wenn sie jetzt einen von uns hat, wird sie den nicht mehr gehen lassen. Ich könnte zwar jetzt hier den Gen machen. Theoretischerweise. In den Fehler sein.
Naja, sie faced wieder zurück. Es gibt der anderen aber Zeit, den Gen zu machen. So schlecht ist das gar nicht. Genau das. Das ist das Einzige, was ich jetzt machen muss. Jetzt hat sie Fahrt aufgenommen. Ja, ruft er sie, hat sie mit. Und jetzt geht's Gefäße los. Na komm. Naja, jetzt geht's hier. Genau, jetzt geht's zu unseren Blutspuren. Oh shit, der tat mega. Mach nur. Face nur. Das ist ja absoluter Bro. Kein Fenster, kein Nicht. Hey, hey, absoluten Bro haben wir ja. Ja, was macht die andere? Nicht. Ah, ich glaube, das wird auch. Das wird auch nichts mehr. Die denkt nämlich auch, dass er Barbecue mit hat. Die gute Ada. Da ist er auch schon wieder. Bereit zum Abtunneln. Problem, was wir jetzt haben, wir japsen so laut wieder. Dass die uns über Meilen hört. Na ja, gut, hätte ich mich heilen lassen sollen? Ja, vielleicht schon. Ja, wie gesagt, die Gens kriegst du eh nicht mehr durch. Liegen alle drei da oben schön verteilt.
Werkzeugkiste. Problem ist, wenn sie mich hier erwischt, ist es natürlich optimal für sie. Ja, sie wird gleich wieder herfacen. Ja. Tja, hätte ich mich gleich an Jen gesetzt, hätte trotzdem nicht geschafft. Ja, sie lässt sich sterben. Tja. Asghar immer, GG. Weiß gar nicht, welche Runde warst denn du dabei? Die Runde jetzt? Grüße dich erstmal. Die Hedge ist ja tot. Nice. Were you the Ada Wong? Asuka? Here? Da ist es schon fort. Ich denke, was war der Ada Wong? Ja, wie gesagt, es war schwierig, die Runde da noch. Man hätte da vielleicht noch den Chen machen können, aber die lagen halt auch alle blöd. Deswegen habe ich ja gedacht, vorhin, wo wir noch die drei Personen waren, dass die eine vielleicht einen Gen auf der anderen Seite macht. Da hätten wir noch eine Chance gehabt. Aber ja, die Gens lagen so bescheiden. Ja, wir können eigentlich schon mal starten.
So. Ja. Mal alles mit. Ja, das heißt das mal. Auf zum Felix. Wir haben den überhaupt vom Haken geholt. Drei Mann. Noch siebenmal. Dann hätte man das auch gelöst. So, der gute Slay hat doch hier noch ein Foto gepostet. Vom guten Baba. Still und heimlich. Sneaky Baba. Nee, das lass doch mal schön bleiben. Okay, zwei Totschen am Start. Eine Jägerin. Und Franklin hat sie mit. Oberknapp. Franklin hat sie mit. Du alte Franklin. Oh shit. Als dürfte keine Beine schon mehr am Start haben, und wenn wir Pech haben, ist hier keine. Doch, hier ist eine Palette. Nice. Jetzt hat es aber keine Beiche mehr. Ja, mein Sonicast ist natürlich jetzt down with the brown. Komplett leer. Aber der gute Twighty Boy der heilt uns hier mal hoch.
Bin ich ja mal gespannt, ob sie. Oh, echt, die kämmt ihn ab. Also nehme ich mal an. Ich müsste dann vielleicht auch mal Großbild machen. Boxy, grüß dich, servus. Was geht? Hast schon Slay gratuliert? Er hat heute Geburtstag. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob er hier ist. Gutes Slay wurde heute 13. Hat er mir geschrieben. Also 2 Jahre älter als ich. Ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, ob er da ist. Aber der gute Slay hat heute Geburtstag, ja. Ah, ich wurde gestern geraidet. Vom guten Johnny Snow. Hatte ich auf einmal hier 100 Mann am Start. Okay, Ausbruch hat's auch mit. Ja, das war krass. Ich wusste gar nicht, was los war. Ich dachte erst, das ist ein Bot oder sowas. Waren auf einmal 100 Mann hier im Chat und haben alles zugespammt. Also was heißt zugespammt, aber war einiges los hier. Nice, nice. Gibt ihnen aber Zeit, ihn zu retten hier. Dass er nicht in die zweite Phase kommt. Oh, die Haken, herrlich. Und dort ist noch ein Haken. Ist ja mega, oder? 2 Haken so nebeneinander. Episch. Episch. Da ist er wieder, der Slay. Voxel hat dir gerade zum, oder wollte dir gerade zum Geburtstag gratulieren. Shit, nein, ich wollte eigentlich hier rein. Oh, ich muss wieder was trinken. Shit, ich habe gar nichts zu trinken hier. Weil ich gleich in Angriff nehmen.
Gibt eine Hack-Session hier. Tja, ob man die Runde hier noch zum vernünftigen Ende bringen, das ist fraglich. Ja, gut, ja, der hat die Seed. Der wurde einmal gehuckt, wurde abgehuckt und ja, wurde dann abgetüllt sozusagen. Und da hat er die Seed. Aber wir haben das Problem, dass alle Gens da drüben sind. Ja, seine Kasten ist am Start. Ja, du warst nicht in der ersten Runde dabei, Boxy. Erste Runde, Nurse. Hat keine Minute gedauert, hat der erste die Seed. Und es hat keine weiteren 10 Sekunden gedauert, hat der zweite die Seed. Ich bin dann trotzdem durch die Hedge gekommen. Nee, durch das Ausgangstor. Aber ja. Also solche Runden sind auch magisch, sage ich mal. Echt, Clay ist normal bei den Nurse? Ja gut. Die Nurse ist halt ziemlich abfuck. Da gebe ich dir recht. Den kriegt man nicht mehr vom Haken. Shit, das war dämlich. Ah, das hat sie auch noch mit. Das hat sie auch noch mit. Schrei heißt Deluxe. Ein komisches Bild für die Huntress. Irgendwie. Ja, ich werde mich natürlich weit weg. Oh shit, wenn sie den jetzt abdriftet, ja, tut sie auch. Ja gut, wir werden keinen Lack haben, dass die Hedge spawnt. Na, hat ja gut geklappt. Also gestern eine Runde auf der Fleischfabrik gegen Nemesis lief ganz gut. Joa, Nemi. Ja, gestern Abend noch gestreamt und einer der Mates hat dann auch gestreamt. Ah, okay. Nee, ich war gestern 19 Uhr habe ich aufgehört zu streamen, nachdem ich hier geradet wurde. Tatsächlich mit Franklins lichtgeborener Pop Goes to Weasel Ausbruch. Ja, irgendwie. Also dafür, dass sie nur abgekämpft hat, 35.000 Punkte. Eieieiei. Ja, 210 Führer. Ich weiß gar nicht, wo die herkamen.
Ja, ich wollte ja eigentlich, Boxy, ich habe ja geguckt, ob du gestreamt hast. Ich wollte ja eigentlich den Re-Raid machen. Also wo ich aufgehört habe, hatte ich ja noch die Zuschauer und dann wollte ich da eigentlich dir geben, aber du warst nicht online. Ich habe extra geguckt. Musste dann irgendeiner die geben. Also ich habe an dich gedacht, sozusagen. Ach, gegen 20:30, okay. Nee, da war ich nicht mal on. Aber wie gesagt, wärst du on gewesen, hätte ich dir die ganzen Zuschauer hier plopp rüber geschickt. Ja, wie gesagt, ich dachte erst irgendein Bot oder sowas. Aber da hatte ich gestern gegen eine Legion gespielt und das war er. Und da kam dann irgendwelche rein, haben gesagt, hier, sorry, dass er so gespielt hat. Er entschuldigt dich. Und dann habe ich gesagt, ja, ist gut. Was soll er machen? Ja. Wir hatten da auch so einen drinnen, der wollte nicht. Der hat sich dann am Haken geben lassen und abgehuckt. Also zu Tode geguckt. Und ja, dachte ich mir auch nichts dabei. Und so eine Stunde später kriege ich dann hier auf einmal hier massiv Zuschauer. Ach so, ich sollte was trinken. Gut, ich lege. Auf dich, Slay. Auf deinen 13. Den Screen habe ich gesehen, ja. Slay. Den Baba Screen. Ganz sneaky hinterm Busch versteckt. Hinterm Baum. Sieht auf jeden Fall lustig aus mit der Kettensäge so hinterm Baum, so ganz sneaky wie so Myers, der abstalkt. Und Unreal. Ja. Ist auch geil, wie schnell sie aus dem Dings krabbelt. Da kann natürlich sein, dass sie Einigkeit mit hat. Werden wir gleich sehen, wenn sie hier rauskrabbelt.
Ja. Die hat Einigkeit mit, bin ich mir sicher. Und sie hat das gute Add-on mit, wenn ich ihn jetzt heile. Wenn ich ihn jetzt heile, kriege ich einen Punkt dazu. Wird sich gleich der Balken erhöhen, genau das. Deswegen lässt sie sie, deswegen schlagt sie. Ist genau dasselbe Spiel, was wir schon mal hatten. Wenn ich ihn jetzt nochmal heile, habe ich noch einen zweiten Balken. Deswegen gebe ich Ihnen jetzt den Sani-Kasten. Ja, der will, dass wir ja immer wieder hochheilen. Uneinigkeit, genau, Slay. Naja. Auch mega, sie sieht uns. Ja, sie sieht uns. In der Nähe von Fernseher sieht uns, genau. Ja, und sie chased uns jetzt ab. Sie chased uns jetzt ab, das ist das, was ich meine. Ich habe keine Chance mehr. Kann ich das ablegen? Nein. Ja, und jetzt sind wir One Hit. Ja. Hahaha, Bro. Bro, Bro, Bro. Ja, das ist die typische Taktik. Ich finde das kacke bei ihr, dass sie dich abchasen. Eigentlich kannst du, wenn du eine Videokassette hast, rennst du einfach denjenigen hinterher. Weil durch die Videokassette kriegst du immer wieder drauf. Das müssen die auch abändern, das ist sinnlos. Das ist wirklich sinnlos. Ja, renne. Naja, sie switcht immer wieder hin und her. Zack, 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 zack. Und wie gesagt, sie sieht auch. Sie sieht uns auch. Oder auch nicht, keine Ahnung, aber ja, du kommst halt hier einfach nicht zu Potte. Da ist er wieder. Die gute. Nee, schaffen wir nicht mehr. Ja, die wird jetzt sterben. Die Power bloß jetzt zu down und dann war's das für sie.
Wundert mich eigentlich, dass er ihr nicht nachgeht. Oder sie ist im Chase und hält ihn so lange hin. Ja, der wird sie jetzt töten. 100 Pro. Scheiße, den Gen müssten wir eigentlich lassen. Müsste jetzt einer in der Mitte machen. Den hier zum Beispiel. Also das wundert mich jetzt. Nein, gibt's nichts mehr. Schlag. Ja, wir werden sie aber ganz weit wegziehen. Nächste ist gemacht. Nee, ich glaube, das schaffen wir nicht ganz. Blöde beim Onryu ist, wenn die Gens wirklich so bescheiden sind, da brauchst du dich bloß immer hin und her zu beamen. Du kriegst halt immer wieder so einen verfluchten Balken. Das Geile ist eine Map. Ja, genau die brauchen wir jetzt. Unbedingt. Immer schön im Balken drauf. Ist auch immer geil. Scheiße, ich hätte es gar nicht gebraucht. Der ist auch noch hier und ich muss den das Ding abliefern. Sonst bin ich verflucht. Haben wir ein Problem?
Mach das Brett auf, mach das Brett auf. Jo. Hm. Ich wusste nicht, dass der Gen so weit weg ist. Oder dass der Gen so weit gemacht ist. Sonst hätte ich die Kassette nicht geholt. Ja, mit Onryo einfach hin und her beamen. Oh, der hat es auch geschafft. Nice. Nice. Ah, okay, das hat er auch mit. Ja, das war klar, das wusste man. Uneinigkeit, habe ich auch gedacht. Genau. Keine Versteckmöglichkeit. Hm, Ausbruch. Okay, und Ruf der See. Joa. Gar nicht mal so schlechtes Bild. Hätte ich gedacht, dass wir das schaffen. Ja, Ausbruch, Slay sagt gerade der Meta, Ausbruch und Ruf der See. Das ist wirklich so ein Perk-Kombo. Das hat wirklich gefühlt jeder mit. Jo, 6 vom Hakengold, vorne machen. Also ich habe ja früher mal Killer mit Hana Ruhan, improve your stream. Aha. Ja, ich habe ja früher mal killermäßig mit schlampiger Schlachter, Ruin, Ruf der Krankenschwester und Ruin, schlampiger Schlachter, Ruf der Krankenschwester. Und mit welchem Perk habe ich noch gespielt? Das weiß ich gar nicht mehr. Jo, hast du richtig gemacht, Slay. Du nimmst deine Moderatorpflichten sehr ernst. Das finde ich gut. Guter Angestellter. Nee, alles gut. Welchen Perk habe ich denn noch gespielt? Ruf der Krankenschwester, schlampiger Schlachter, Ruin und. Ach ja, Tarantopia. Das gute alte Tara, wo es noch gut war. Das war so mein Killerbild, mit dem ich immer gespielt habe, eigentlich. So. Ja, theoretisch müssen wir jetzt eigentlich noch ein paar abhucken hier. Die guten Bros. 7 Stück brauchen wir noch. Okay, nichts Böses am Start.
Ja, es ist der Ritter. Guter alte Ritter. Mittlerweile finde ich es einfacher, gegen ihn zu spielen. Ach nee, Splite. Die Fäule. Ja, aber Ritter ist eigentlich. Ja, man gewöhnt sich dran, sage ich mal. Wie gesagt, wenn der Killer neu ist, musste ich erstmal so ein bisschen einfinden, aber. Mittlerweile ist eigentlich der Ritter relativ easy. Gute Blighty Boy, ja. Wissen auf jeden Fall, dass er Barbecue mit hat. Wenn das Perk vom Ritter mit hat, wird er uns jetzt sehen. Shit, ist er da gerade reingegangen oder hat er den zerstört? Tja, so in den Schemann reingegangen oder? Ich wette, der ist im Schneemann drinne. Okay, doch nicht. Ja, Gen-mäßig noch nicht allzu viel am Start. Ja. Ah, jetzt okay.
Mich schon gewundert. So, zwei Gens auf der Seite. Okay, er geht nicht auf sie. Schon mal nice. Hi, hu, hi, hu. Oh. So, na gut, dann geh ran. Dieses scheiß Totenschalter. Bleibt sie hier oben? Oh. Jetzt bin ich ihn gerettet. Ja, das Blöde ist, spielt sich alles hier ab. Und jetzt run. Nee, doch nicht. Zu spät abgehuckt. Die würde jetzt abchasen. Scheibenkleister. Gesehen. Ja, hat er doch nicht.
Das hat ja mega geklappt. Okay. Ja, den Chen hätten sie auch ohne mich, ohne dass ich am Boden bin, durchgebracht. Tja, ich denke mal, die letzten zwei Gens werden hier sein im Häuschen. Einer ist noch da hinten, okay. Ja, die ist weg. Ausbruch. Oder beziehungsweise Geiselhaken. Tja, kistenmäßig ja auch nicht am Start. Ja. Schlag. Ja. Ja, nice, der Gen da hinten. Könnte gemacht werden. Der hat Barbecue hundertprozentig mit. Ja, jetzt Heimer hier. Ja. Heimer, Bro. Nice. Tja. Hast du ja nicht für möglich gehalten. Nice. Nice, nice. Ja, jetzt müssen wir noch die Ausgangstore snacken. Und im besten Fall die anderen noch mit rauskriegen. Schade, schade, schade.
Ja, ich nehme ein Barbecue mal mit am Start. Nee, nicht. Okay. Ja, Totenschalter war klar, Geiselhaken. Und überladen. Dafür wusste aber immer ziemlich genau, an welchen Chin geackert wurde. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Ja. Ich werde mir aber mal ein Käffchen holen. Und werd mal, wenn ihr Bock habt. Dieses Emote-Spiel hier könnt ihr dabei mal zocken, während ich mir mal kurz einen Kaffee hole. So. Jo. Kaffee ist erst später am Start. Da machen wir noch ein Rundchen.
Jo. LED Felix Richter. Ohne am Start. Der Komoa anwesend und weiße Abwehr. Der andere Moonwalk zurück. Ja, Demo ist am Start. Oh, da hänge ich an Balken. Ja, wir werden fallen. Ja. Instant hast du richtig gesehen, um die Kurve rum, noch gar nicht mal so auf mich und dann du gleich voll sparen. Ja, das Geläuschen hätte man natürlich besser nutzen können. Das hätte man definitiv besser nutzen können. Ja, der jagt hier den guten Felix ab, sag ich mal. Felix zu Felix. Jo. Ja. Soll ich mal kurz verstecken? Ja, Junge, Junge. Alles gut. Schlag. Ja.
naja. Nee, dieser Schlag, keine Ahnung. Da ist ein Gen durchgeprügelt hier. Natürlich nicht. Der weiß instant, wo sie ist. Der hat bestimmt diesen Geiselhaken mit, wenn er aufhängt, dass er die Auren sieht. Nochmal darf er mich nicht erwischen, wollte ich gerade sagen. Na, jetzt müssen wir uns hier verstocken. Wie gesagt, das bringt noch nichts, wenn ich weg bin. Okay, der Chain ist gemacht. Da hinten kommt er. Ja gut, das war's dann für mich. Das war's. Oh, das ist geil, hier ist alles offen eigentlich. Alles. Das ist wirklich, die komplette Mauer ist offen hier. Ja, das war's. Ciao, Mio. Ja, es ist halt blöd. Der ist halt, die Gens auf der anderen Seite waren komplett gemacht. Trotzdem würde mich interessieren, was er dran hatte. Den Kollegen kenne ich, glaube ich, auch. Ja, die macht hier keiner Gens. Null. Die hörten Gen machten aber nicht. Ach doch, hier. Das hier. Also das sind manchmal Schläge, ey, alter Schwede. Ja. Nice.
War nicht gut, weil jetzt fällt sie. Ja, ja. So bin ich runtergelaufen, nehme ich an. Ja, ich will trotzdem mal sehen, was er hat. Ich werde mir trotzdem erstmal einen Kaffee holen. Ja, der andere ist down. Ich glaube, ich kenne den Typen. Azrael oder sowas. Aha. Hatte gar nichts mit, außer Barbecue. Trotzdem musste er, wo die eine ist, hinterm Stein. Keine Ahnung. Vorhin. Deswegen hat mich das so ein bisschen stutzig gemacht. Also den Typen kannte ich irgendwo ja. Und den hatte ich auch schon mal geblockt. Weiß ich auch noch. Meistens blocke ich eigentlich bloß Hacker, aber kann mir nicht vorstellen, dass der gehackt hat. Wozu auch? Oder was? Azrael oder Azrael oder irgend sowas. Irgend so ein Kunden hat schon mal geblockt. Ja, von und zu. Danke dir für dein Follow.
Merci beaucoup, danke dir. Warst du jetzt nicht gerade in der Runde mit? Warst du gerade in der Runde mit, ne? Dächtig zumindest. Wer warst du da? Warst du der andere? Der andere Felix? Nee, ne? Der jetzt gerade rausgekommen ist? Oder warst du die Elodie? Weiß ich gar nicht mehr. Ah, die Elodie. Ja, das mit der Palette lief ja natürlich ein bisschen blöd. Ist mir aber auch schon passiert. Ne? Haust die Palette runter und dich drückt's auf die andere Seite, ne? Hatte ich auch schon so oft, alter Schwede. Keine Ahnung. Das ist immer mega, wenn dir sowas passiert, ja. Ja, den anderen hat sie rausgelassen, den guten Felix. Der wurde zum Ausgangstor getragen. So, seufzendes Lagerhaus. Ja, Reagenzgläser am Start. Gen. Warte mal ein, was können wir vorab testen? Okay, hat sie nicht mit. Oh, Myers. Shit. Der gute alte Myers. Ja, der wird mich natürlich richtig abgestockt haben. Ich habe den echt nicht mitgekriegt. Ja, hoffentlich kein Tombstone Myers oder Dauerständer Myers. Ja, Schlag. Ah, oh, shit. Ja. Keine Palette da, shit. Die Map ist bei mir so dunkel. Ich hab's mal ein bisschen heller gemacht. Natürlich sein, aber ich finde die eigentlich nicht dunkel. Also hier zumindest auf dem Fernseher
Nö, sieht eigentlich genauso aus, eigentlich. Ist ein kleines Stück heller gemacht, aber eigentlich. Woher ich komme? Ich komme aus Thüringen. Nähe Gera. Viele sagen ja Nähe Leipzig, aber Thüringen liegt halt, also Gera muss man eigentlich sagen. Oh shit, den Pfeffer hat er auch mit. Ja, dann wird er gleich angeschissen kommen. Aha, mein Kollege stammt von dort, okay. Was, dein Arbeitskollege oder dein dein Spielerkollege? Ja, ist keine Chance hier gegen den Bro, ey. Er hat bestimmt auch Spiel mit deinem Essen mit. Ach, bis Leipzig, okay. Dann Grüße nach Leipzig. Ist auch selten, dass man mal DBD-Spieler aus der Nähe so kennenlernt, sag ich mal. Ja, wie lange spielst du schon DBD, wenn ich fragen darf? Stunden, okay, auch nicht wenig, sage ich mal. Ja, bist du mehr so Surf oder mehr so killermäßig unterwegs? Also ich bin ja hauptsächlich Survivor. Online-Surf, okay. Ja, ich finde auch Surf irgendwie geiler, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so Killer. Ist auch geil, aber ich mag es eher so vom Killer wegzurennen. Jetzt müssen wir mal den Gen hier durchprügeln. Aber so nicht. Boah, der hat aber relativ schnell hier dieses Diabolik. Wahnsinn. Oh shit. Da hatten wir Schwein, alter Schwede. Ja, aber ist DBD so dein Lieblingsgame? Also ich suchte das ziemlich sehr, sage ich mal. Da kommen die anderen Spiele immer zu kurz. Da jedes Mal, wenn ich ein neues Spiel anfange, denke ich mir, oh, eigentlich könnte so eine Runde DBD spielen.
Bam. Okay. Ja, wie gesagt, wenn du Bock hast, kannst du auch hier mit rein joinen, ne? Ich habe ja auch Discord. Aber was spielst du überhaupt? Auf PC oder? PC hast du, ne? Glaube ich. Zurzeit da frei, auch tagsüber, okay? Na, ich spiele so meistens so 19 Uhr, fange ich so meistens an. Ich habe da auch mal solche Events drin, so Escape Streak oder Pürk Roulette oder hast nicht gesehen. Ja, wie gesagt, wenn du Bock hast, kannst du immer hier rein joinen, ne? Wenn es dich nicht stört, dass ich nebenbei streame. Gutes Slay ist dann auch meistens mit dabei. Ja, zusammen ein bisschen Killer ärgern. Also wie gesagt, nur wenn du Bock hast, ne? Ja, wie gesagt, Discord wäre auch am Start. Oh shit. Oh fuck. Wir müssen jetzt hoch rein. Ja, wie gesagt, kannst du immer gerne mitmachen. Ja, da kommt natürlich hierher. Naja, stockt wieder ab. Ach, die lieben Gens liegen wieder so nah beieinander. Ja, was sind so deine Lieblingsperks eigentlich? Also sag mir mal einen Lieblingsperk von dir. Oh fuck. Flink, okay. Ich kann dir nur das rechte Perk empfehlen. Einzig Überlebender. Mittlerweile gibt es ja so viele Dinger, wo dich der Killer sehen kann, ne? Sei es, wenn er es an Gen dreht oder wenn er in die Schränke guckt oder sowas, und das blockt das, zumindest wenn einer gestorben ist. Und du hast halt die Möglichkeit, die Ausgangstore schneller aufzumachen. Also ich finde, das Perk ganz rechts ist wirklich mega. Wie gesagt, diese Konstellation nehme ich immer mit, wenn ich mit Randoms spiele. Weil, wie gesagt, ich hatte heute in der ersten Runde zwei DCs gleich zu Beginn.
Und da geht natürlich nicht mehr viel. Und ich bin dann aber trotzdem rausgekommen. Und zwar, weil das Perk da oben, was jetzt aktiviert ist, Aufwachen, glaube ich, ist das. Da kann ich die Ausgangstore 25% schneller aufmachen. Und mit dem Perk ganz rechts, was ich dir empfohlen habe, kann ich nochmal 50% schneller die Ausgangstore aufmachen. Das wird unser Todesstoß sein wahrscheinlich. Oder auch nicht. Das ist von Dolores Strode. Ist das der Perk? Boah, es hat noch keiner die Ausgangstore angetatscht. Ja, es das heißt einzig Überlebender. Also das Perk ist mega. Kann ich dir nur empfehlen. Shit. Hat natürlich gesehen, wenn er Barbecue mit hat. Wenn man Pech hat, hat er uns alle drei gesehen. Und wie gesagt, mit Aufwachen in Kombination kannst du halt die Ausgangstore extrem schnell öffnen. Und der Tat habe ich meistens mit, um noch einen Hit zu tanken. Und diese Hellsicht, was ich da habe, das Perk links, ist eigentlich dafür da, dass du dich an die Ausgangstore schleißt. Und ich muss ja mal ein paar Videos in meinem Kanal, da erkläre ich das nochmal. Jedenfalls schleichst du dich an der Ausgangstore, guckst, ob die Hedge in 64 Metern ist und wartest einfach. Also wenn die nicht in der Nähe ist, wartest du, bis er die Hedge zumacht und dann gehst du einfach an die Ausgangstore und da kommst du eigentlich zu 98% immer raus. Okay, die chase da ab. Ja, die wird es nicht überleben. Ne. Die wird es nicht überleben. Jetzt machen wir die Ausgangstore auf. Oder zumindest. Ja, der hat bestimmt. Ich wollte gerade sagen, der hat bestimmt voll. Na, kurz davor. Kurz davor war er. Guck mal, was er noch so mit hatte. Der gute Bro hier. Ja, Ruf der See, Barbecue, okay. Geiselhaken. Und kein Ausweg. Ah, okay, da hat er
Also 36% höheres Diabolik, was er da zu verdient hat. Pengmin hat auch ganz schön viele Punkte hier. 43.000. Nice. Nice. Oh, 2 Millionen schon wieder. Die müssen wir mal noch investieren, ja. Wünsche ich dir auch, ne? Falls wir uns nicht sehen, guten Rutsch. Hau rein. Danke fürs Reinschauen. Danke für dein Follow, ne? Und ja, bis demnächst, ne? Tschüss, tschüss. So, dann gehen wir wieder auf den Felix. Nein, müssen wir noch abgucken. Ja, Meyers hat man gerade am Start hier. Guten alten Meyers. Ich muss mir das nochmal angucken. Irgendwie scheint er mich ja abgestalkt zu haben. Ich habe das gar nicht so mitgekriegt. Gute alte Sneaky Meyers. Schau mir in die Augen, Kleines. Das der Ritter oder Blight? Ritter. Der gute alte Tempelritter.
Okay, ich wollte schon sagen, hält auch ganz schön lange durch. Das durch. Okay, Totenschalter damit. Ich sehe mal anhocken. Ja, es riecht mir nach einem Abkämpfen. Lauf, Forrest, lauf. Ja, jetzt macht wenigstens Jens. Die ist Gott sei Dank noch nicht in der zweiten Phase. Jetzt müssen die eigentlich Gens durchknallen hier. Ja, das Problem ist, ich gehe jetzt in die zweite Phase. Das wird auch mein Tod sein, weil er wird mich dann absolut abtunneln. Schade. Gut, ich dachte eigentlich, der tunnelt mich ab. Problem ist halt, der hupt sie immer wieder dort. Wir können jetzt zwar die Gems in den Umkreis machen, aber du kriegst, also wir müssen dann auch zu zweit irgendwie mal abhucken. Weil sonst huckt er ihn immer wieder an denselben Haken und immer dort, wo die Gems stehen. Ich muss mal gucken, ob einer hier oben ist. Im Normalfall eigentlich immer. Ich wollte gerade sagen. Naja, der geht auf mich. Schlag. Ja.
Boah, es ist, sind solche Hits irgendwie so. Ja, das läuft doch. Das läuft doch. Das läuft doch. Und da sieht man mal, dass Abkämpfen einfach was bringt. Eigentlich theoretisch könnte man fast jede Runde gewinnen. So. Bin ich mir sicher. Bin ich mir sicher, du kämpfst einfach den ersten ab, haust den nächsten drauf. Ja, aber auf jeden Fall absoluter Bro. Und die werden es auch nicht schaffen. Der ist auch noch Prestige-Streit mit denen, ey. Eieieiei. Junge. Junge, kauft dir ein bisschen Skill. Ja, abcampen ist halt die Nummer immer noch schlechthin in diesem Spiel. Es ist halt einfach zu. Keine Ahnung. Zu OP. So, die Aufgabe noch ein müssen wir angucken. Ja, ich werde noch eine Runde machen. Noch ein kleines Ründchen. So, ja, zum Krähenhorst geht's. Zum einsamen Friedhof. Was ist das hier für Orientmucke, alter Schwede? Ich möchte ja fast den fliegenden Teppich rausholen. Nur. Ja. Jo. Juhu.
haben wir denn hier am Start eigentlich nur Blutpunkte? Oh, Billy. Oh, shit. Guten alten Billy Boy. Ja, das Problem ist, der wird jetzt hierher kommen. Also normalerweise hat ein Billy immer Barbecue mit. Naja, irgendwie man muss sie auch mal abgucken. Oder es ist wieder ein Camper. Oh shit. Jo. Kacke. Ja, die Runde ist natürlich. Dahin würde ich mal sagen. Ja, das bringt auch keine Punkte. Das bringt keine Punkte, der wird die abkämpfen. Oder zumindest wird er dann wieder zu ihr machen. Ich kann sie jetzt natürlich abhucken. Schlimm ist, ich habe kein Totem. Das ist mein Problem. Oh oh, er hat Nöt mit. Da ist es. Frage, jetzt schmeißt er die Kettensäge nochmal an. Er hat Nöt mit. Da ist es.
Da ist er. Nöt. Ja. Hätte auch nichts gebracht, hätte ich das Ding zerstört. Da weißt du ja, wo ich bin. Ja, Bombe Runde, Bombe, Bombe. Wie gesagt, man hätte die Runde noch eine Länge ziehen können. Abhucken wäre eh nichts mehr geworden. Problem ist halt bei Billy, erstens, die Hedge war zu nah. Obwohl, ich hätte eigentlich gleich durchziehen müssen. Wo er weg ist, hätte ich durchziehen müssen. Das war der Fehler. Ja. Wo er weg ist, hätte ich durchziehen müssen. Ja, wie gesagt, die Runde ist eh durch. Wenn der erste die sieht und du hast noch 5 Gens, kannst du knicken. Schaffst du im Normalfall nicht. Und dort schaffst du im Normalfall nicht. So. Ja, mach doch noch eine Runde. Ich will zumindest noch eine Runde gewinnen oder zumindest ja, escapen. Und wie gesagt, einen Vermagen holen müssen wir auch noch, um die Aufgabe zu lösen. Okay, Kisten am Start. Und ein Küchlein. Ja, wie gesagt, das Problem Vorrunde, ich hätte gleich durchziehen müssen. Das war dumm. Das war dumm. Schon wo er die Kettensäge angeschmissen hat, hätte ich durchziehen müssen. Das war der Fehler. Ich denke, das hätte man geschafft. Ja, korrupte Intervention, hör schon. Und ich hatte natürlich kein Totem gemacht.
eine Legion. Ist natürlich bescheidene Legion, sogar mit Tara. Da bleibt man besser mal aus dem Terroratus, damit er keine 12% Bonus kriegt. Jetzt hört er uns. Na gut, können wir sie gleich vom Haken holen. Da wird sie hier aufhängen. Scheiß abgekämpfe, abgetunnelt. Ja. Die wird er jetzt habe ich mir nämlich gedacht, die wird er jetzt abkämpfen. So, und das war's für sie. Das hat er doch fein gemacht, der gute Bro. Gibt da nichts Schöneres als abzutunneln. Shit, der kommt hier lang. Hier ist gleich das große Gehässel los. Oh, ja, ja, okay, der Schlag. Hast du richtig gehört? Ich und dann... Ah! Naja, jetzt hart sollte eigentlich folgen. Nee, die Chance werden nicht ploppen. Wusste, dass er schlägt. Okay, ein Gen. Gute Jeff.
Ja, das hier. Naja, wie gesagt. Und da geht's weiter. Hätte ich auch den Channel hinten machen können. Besser wär's. Er hätte dir mitgeholfen. Natürlich schlecht. Ja, Leute, ey. Damit tut euch keinen Gefallen. Ist geil, hier sieht man es, ne? Hier sieht man prädestiniert, Leute. Prädestiniert. Ne? Ganz ehrlich. Mega, oder? Guck, die Haken so richtig schön parallel und der Killer kann sich direkt auf das Podest stellen und beide abkämpfen. Oh, oh, oh. Mega, mega. Mega, 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 ja. Kann der lassen. Kann der echt lassen. Ist echt für den Arsch. Das ist echt für den Arsch. Das ist wirklich geil. Mega, mega. Das ist echt mega. Brutal, brutal, absolut brutal. Nee. Ah, ist wirklich. Also da sieht man mal wieder, dass die Haken wirklich manchmal wirklich so bescheiden stehen. Ja. Ein Haken da, Killer stellt sich in der Mitte, was soll passieren? Wie gesagt, ich hätte sie jetzt auch abhucken können, hätte aber trotzdem nichts gebracht, ganz ehrlich. Was für ein Pfeffer, ey. Was für ein Pfeffer. Naja. Ja, sorry, Bro. Aber das wäre sinnlos gewesen.
Ja, Bro. Hast du fein alle abgekämpft? Hast du fein alle abgekämpft? Nee, die haken ey, wirklich parallel nebeneinander. Ist wirklich prädestiniert. Es kommt auf jeden Fall in meinem Highlight mit rein. Spannungsstoß, Stromstoß, korrupte Intervention, Tara. Ja. Ohne Worte. Ohne Worte. Auf jeden Fall danke an die Follows, danke ans Zusehen. Und ja, lasst euch gut gehen. Ich bin morgen früh am Start. So um 10. Da werden wir mal eine Runde, weiß noch nicht, Demon's Souls oder Dark Souls spielen. Wir begeben uns in eine düstere Welt. Ja, wäre schön, wenn ihr reinschaut, ne? Lasst euch gut gehen. Tschüss, tschüss, euer Spielbatz. Danke nochmal fürs Zuschauen. Follows, ne? Haut rein. Tschüss, tschüss.